Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Shenmue 2. Ja, es geht tatsächlich weiter. Ich habe wieder bis zu diesem Punkt gespielt. Für die von euch, die jetzt erst wieder einschalten. Ich habe damals meinen Speicherstand verloren und konnte nicht mehr zurück zu dem Punkt, wo ich eigentlich weiter aufnehmen musste. Und ja, ich habe wieder hier hingespielt und jetzt kann es endlich weitergehen nach über 2 Jahren der Pause. Aber, irgendwas ist hier doch anders. Lass uns mal mit Leuten すいreden. ません。今それどころじゃねえんだ。話なら後にしてくれ。Was ist das denn jetzt? Warum reden die alle mondsprachisch? Was ist denn hier los? Du musst doch richtig reden hier. Komm mal her. Komm mal her. Mit dir kann man nicht reden. Okay, dann rede ich mal mit dir hier. Hey, komm mal her. Komm mal du her. Hier. Du da. Na komm, ich will dich anzoomen. Na komm her. Los. Komm her. Ja. いらっしゃい. 白線楼に行きたいんですが。 Ah, 白線楼ね. その建物よ. わかりました. ありがとうございます. Hä, was ist denn hier los? Die sprechen alle komisch und irgendwie sieht das Spiel auch anders aus jetzt. Ja, das hier ist die Dreamcast-Version. Wie ihr gesehen habt in den vorherigen Teilen, habe ich die Xbox-Version gespielt in den vorherigen Videos. Jetzt habe ich mir schon Anfang des Jahres eine Dreamcast-Version zugelegt und kann jetzt endlich das Spiel auf die Weise spielen, wie sie eigentlich geplant war. Wir müssen jetzt ins Thousand White Building, in den Keller, um uns dort mit diesem Typen zu treffen, der uns gerne einstellen möchte. Okay, wir müssen zu B2 runter. Okay, wie kommen wir zu B2? Zeig mal. Okay, wir kommen nach B1, aber erst vom dritten Stock. Gut, erstmal müssen wir irgendwo eine Treppe finden. Hier ist bestimmt irgendwo eine. Ja, es ist eine lange Zeit, seit ich wieder aufgenommen habe. Ja, hier geht's hoch. Ja, auf diesem Kanal, das letzte Shenmue 2 Video war, glaube ich, dann Mai 2013 oder sowas. Ach, das waren Zeiten. Gerade Abitur bestanden und nur Videos aufgenommen. Ach, das waren Zeiten. Ja, jetzt haben wir 2015, wie die Zeit verfliegt. Ja, ihr habt über 2 Jahre auf die Fortsetzung dieser Videos warten müssen. Und viele von euch haben gefragt, wann es weitergeht. Und ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich beschrieben habe, was passiert ist. Denn ich habe aufgenommen bis zum Ende, ja, bestimmt so 1, 2 Stunden weiter als diesen Punkt. Und die Aufnahme war kaputt und ich habe aus Versehen den Speicherstand überspeichert und musste deswegen das komplette Spiel nochmal spielen. Okay, anscheinend kommen wir doch nicht rein. Sind wir noch nicht im dritten Stock? Ne, wir sind im zweiten Stock. Na super. Zurück zur Tür. Ja, und in dieser Zeit hat sich viel in der Shenmue-Welt verändert. Zum Beispiel Shenmue 3 wurde endlich angekündigt, was ich gerne unterstützt habe mit meinen 60 Dollar, die ich in die PS4-Version gesteckt habe. Ja, also Shenmue 3 kommt in naher Zukunft. Na gut, naher Zukunft. 2018, glaube ich, ist es geplant. Sie haben gesagt, sie wollen es bis Ende 2017 fertig haben. Aber seien wir mal ehrlich, bis Ende 2018 wird das nicht rauskommen. Ich habe da meine Erfahrung mit Kickstarter. Gerade kam erst vor ein paar Tagen Pier Solar an, was ich 2012 auf Kickstarter gebackt habe. Ja, und es sollte eigentlich 2013 rauskommen. So, also, ja. Kickstarter ist immer so eine Sache. Deswegen bin ich mit Kickstarter vorsichtig, aber hey, wenn schon ein Spiel rauskommt, das ich wirklich, wirklich, wirklich gerne haben möchte, wie Shenmue 3, kann man auch mal ein bisschen Geld reinstecken, nicht wahr? Ach, Moment. Der Fahrstuhl. Warum sollten wir? Da hinten ist doch eine Treppe, soweit ich das sehen kann. Oh, und sie ist barrikadiert. Super. Na gut, dann gehen wir doch den lang, langen Weg lang, um ins zweite Untergeschoss zu kommen. Ich hoffe übrigens, dass mit der Audioqualität und sowas haut alles hin. Ich musste jetzt natürlich alles neu machen hier. Ja, weil ich schon lange keine direkten Let's Plays hier mehr aufgenommen habe. Deswegen, das Mikro steht hier gerade neben mir auf der Couch und ich hoffe, ich kriege nicht zu viele Nebengeräusche. Vor allem, ich hoffe, der Dreamcast wird nicht zu stark aufgenommen, die Ladegeräusche. Ach, hier sind wir jetzt, okay. Sind im zweiten Stock. Also müssen wir wahrscheinlich diese Tür hier nehmen.
Öffne die Tür. Ziemlich dunkel hier unten. Wir sollen zur Mittagszeit kommen, alles klar. Dann, ich habe keine Lust wieder rauszugehen, warten wir einfach mal. Zwischensequenzen, wie wir es gewohnt sind. Ja, Ren kommt mit. Yay, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Tatsächlich, weil ich habe jetzt vor kurzem bis zu diesem Punkt wieder angespielt. Ich musste erst diese ganzen Kämpfe machen. Weil ja, ich habe als ich mir das Spiel gekauft habe, ziemlich weit gespielt. Aber habe jetzt endlich den letzten Schritt gemacht, um wieder zu diesem Punkt hier zu kommen. Und ich habe auch viel in diesem Spiel getan. Ich kann ja mal kurz in mein Inventar gehen. Moment, wo ist es? Hier. Ich habe da viele tolle Sachen, wie zum Beispiel die große Goldmedaille oder die große Silbermedaille oder die große Bronzemedaille. Und natürlich mein Entchen. Ja, ich nenne es Ducky McDuckburg. Das hier ist Entchen. Und mit dem ich sehr viele Entenrennen gemacht habe. Ja, Entenrennen kann man in Shenmue 2 machen. Super, ne? Gut. Wo lang wollen wir gehen? Anscheinend gibt es nur einen Weg. Aber natürlich haben wir keine Karte mehr. Geht's hier lang? Sieht nicht so aus. Ist auch ein sehr angenehmer Weg hier, den man gehen kann. Man kann ja auch sein Büro irgendwie mal in andere Gegenden verfrachten. Okay, geht's doch nicht lang. Gehen wir doch mal den anderen Weg da vorne. Gut. Gucken wir mal. Hier muss doch irgendwas... Ach, da ist noch ein anderer Gang. Seht ihr? Da. Das habe ich gar nicht gesehen. Nee, da ist noch ein Durchgang. Hier. Da ist eine Tür. お前心配だったから。ちょっとどいて。やっぱり俺がいなきゃさ。偉そうに。100年早いぜ。それとリョウ兄ちゃん。ん?修玄達って人は17階に捕まってるって。何?どこでそれを?蝶のおじさんに聞いたんだ。蝶さんに? ありがとう。あ。俺たちは必ず帰ってくる。分かったよ。じゃあこれ持って行って。これは?地図だよ。高天楼ビルの。蝶のおじさんから預かったんだ。そうか。ありがとう。おい! Gut, jetzt sind wir hier im Yellowhead Building, so wie es aussieht, und können endlich die Treppe hochgehen hier. Mal gucken, wir sollten ja jetzt sehr nah sein, Yang Da Su zu befreien. Das sehe ich auch, Rio. Aber wie kommen wir da hin? Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerade auch nicht beantworten kann.
Gucken wir mal, gibt es hier noch einen anderen Durchgang? Ja. Hier haben wir eine Tür oder kamen wir daraus durch? Aber ich glaube eher nicht. Ich werde übrigens dieses Mal versuchen, keine Ladebildschirme vorzulesen. Ich habe mir mal wieder ein paar Videos angeguckt und das war doch sehr nervig. Oh, du bist da. Oh no. Don Yu. Omaera. Yabe, nigeru zo. So, kondo wa nigeraren zo. Yabe. Ja, das sollte man nicht tun. Man sollte nicht in diese Tür reingehen, ich erinnere mich. Natürlich wusste ich nicht mehr, welche Tür es war. Ich wusste nur, dass man ganz am Anfang in eine falsche Tür reingeht. Man sofort stirbt. Gut. Mal gucken, kann man die überspringen? Nein. Natürlich kann man die Cutscene nicht überspringen. Gucken wir es halt nochmal, warum nicht? Na gut, eigentlich habe ich eine bessere Idee. Ich würde sagen, wir machen aus jetzt hier fertig mit diesem Teil und ich sehe euch im nächsten Video wieder, denn wir sind immer erst 11 Minuten. Okay. Mache ich halt ein paar längere Videos hier, irgendwie 20. Ja. Wie eine Fernsehserie, 20, 22 Minuten. So. Neue Regel für Shenmue. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die letzten Videos waren. So. Also 20 Minuten soll es sein. Ja. Cutscenes überspringen ist keine Sache, die man in Shenmue machen kann. Obwohl, ein paar Cutscenes kann man überspringen. Zum Beispiel, wenn man gegen diese drei Superkämpfer kämpfen muss und verliert, kann man die Cutscene überspringen. So. Bleib schön zu Hause, Kleiner. Wo hat der eigentlich diese Karte her? Ist ja nicht sowas, an was man einfach rankommt, oder? Na gut, wäre das auch wieder überstanden. Jetzt wissen wir zumindest, durch welche Tür wir nicht durchgehen sollten. Aber erstmal gehen wir wieder hier hoch. Das da ist die böse Tür. Hier geht eine Treppe hoch, sieh mal einer an. Na gut, hier sollte man eigentlich durchkommen. In die Elevator sind wir ja nicht reingekommen, da war ja ein wunderschönes Gitter vor. Ich war gerade so vor, die Worte Yellow Head Building auszusprechen, aber ich bin nochmal drüber hinweggekommen. Okay, wo geht's denn lang? Zumindest haben wir schon mal eine Karte. So. Hier ist schon mal zu. Gut. Die Karte hilft also nicht wirklich viel. Wenn die mir Durchgänge anzeigt, die nicht begehbar sind. Gucken wir mal. Hier links müsste eine Treppe hoch sein. So sieht's aus. Schnell hoch. Man kann übrigens, ich habe mir ein paar Glitch-Videos von Shenmue 2 angesehen, wenn man so eine Treppe hochläuft, kann man so ganz komisch stehen bleiben und dann durch Wände durchlaufen. Das ist total witzig. Sucht mal auf YouTube nach dem Kanal Blue Moo. Ist auch ein Deutscher, wie ich rausgefunden habe. Der macht so ganz viele Shenmue-Videos. Sind super interessant. Der zeigt euch so Cutscenes, die man sonst verpasst im Spiel, wenn man ganz normal durchspielt. Aber der hat auch ein paar Glitch-Videos. Ist total interessant und witzig, was man so alles finden kann, wenn man Shenmue wirklich langsam durchspielt und jede mögliche Situation macht, die es gibt. Ich habe in diesem Playthrough schon viele Dinge versucht zu machen, wie zum Beispiel, wie ihr gesehen habt, die Ente bekommen.
was gar nicht so leicht war. Und auch diese ganze Nozomi, heißt sie Nozomi? Ne, Izumi heißt sie, glaube ich. Diese ganzen Izumi-Nebenquest und alles sowas. War recht kompliziert, hat aber Spaß gemacht, mal so ein paar Dinge zu machen. Gucken wir mal. B5, wir sind aber im zweiten Floor. Können wir hiervon irgendwas nehmen? Scheint nicht so. Nein, natürlich nicht. Hätten wir den Aufzug nehmen können, dann wären wir direkt in den 18. Stock gekommen. Aber man soll sich halt hier hochkämpfen. Funden, los geht's. Wieder eine Zwischensequenz. Typisch. Oh, okay, ich war gerade bereit zu kämpfen, aber na gut, so geht's auch. Denn ich bin ehrlich gesagt, was das Kämpfen angeht, so ein bisschen eingerostet. Denn wie gesagt, ich hatte eine längere Pause. Ich habe ja, bevor ich Shenmue 2 hier nochmal angefangen habe, Shenmue 1 nochmal durchgespielt, um dann mein Save-File zu importieren in Shenmue 2. Hat auch super geklappt, weil es alles noch da. Ich kann hier meine ganze... neue Zwischensequenz. Ich wollte euch gerade meine ganzen Minifiguren-Sammlung zeigen und sowas, wo ich Ewigkeiten gebraucht habe, irgendwelche coolen Figuren zu finden. Super, geschafft. Und vor allem habe ich auch ein paar Fähigkeiten trainiert in Shenmue 1, die man ja in Shenmue 2 nicht trainieren kann. In Shenmue 2 gibt es keine Möglichkeit zu trainieren. Man kann halt nur in Kämpfen seine Fähigkeiten verbessern. Oder zum Beispiel, wenn man gegen diesen Tai-Chi-Typen immer wieder kämpfen kann. Aber es gibt keinen wirklichen kein wirkliches Trainingsgebiet, wie zum Beispiel den Park oder den Parkplatz in Shenmue 1, wo man sich einfach hinstellen und ständig seinen Move machen kann. Oder wo man selbst mit seinem hier Fukusan Würfe trainieren kann. Das geht in diesem Spiel wirklich nicht. Hey, ich bin QTE-Meister. Sonst habe ich die immer versaut, wenn ich Shenmue 2 spiele. Also, diesmal läuft's. Und es geht weiter hoch. Diese kleine Zwischensequenz ist ziemlich unnötig, liebes Shenmue. Die kannst du auch ruhig weglassen. Vor allem, wenn ständig geladen wird. Zweimal Zeit verschwendet. Oh, jetzt geht's ab. Ja. So, falls euch übrigens auffällt, dass die Bildqualität nicht ganz so gut ist wie bei der Xbox-Version, liegt natürlich daran, dass der Dreamcast nicht in HDMI ausgibt wie die 360, sondern ich habe zwar die bestmögliche Qualität, indem ich eine VGA-Box angeschlossen habe. Allerdings muss dieses VGA-Signal auch auf HDMI umskaliert werden, um aufnehmbar zu sein. Und ja, das macht die Qualität alles zwar ziemlich gut, aber nicht gerade berauschend. Wenn man sich an das HDMI-Bild der Xbox 360 gewöhnt hatte und dieses wirklich scharfe Bild, das Shenmue 2 auf der Xbox 360 hat. Ah, hier geht's auch nicht durch. Na super. Ich freue mich ja schon wieder auf den Raum, wo ich jede einzelne Tür öffnen muss. Ach. Naja, es sind halt Sachen, die man in Shenmue 2 in Kauf nehmen muss. Oder in Shenmue generell.
Super, dann lass uns jetzt hier zur Treppe gehen. Und dann würde ich auch sagen, war's das für diesen Teil. Denn wir haben schon die Grenze erreicht. Lass uns diese kleine Zwischensequenz noch gucken. Super, gut. Dann sehe ich euch im nächsten Teil von Shenmue 2. Bis dann.